Diesmal war ich's nicht, ich schwör's. Fass mal zusammen, Ray. Womit können wir diese billige Süßspeise aufhalten? Ray, wolltest du heute nicht die Installation des Supersperrers beenden? Der Supersperrer? Hört sich ungetestet, riskant und spannend an. Ich bin dabei. Funktioniert er? Gegen die Untergebenen eines Gottes? Das war nie geplant. Aber theoretisch könnte es gehen. Aber eine Muon-Falle dieses Ausmaßes wurde nie benutzt oder gar ausprobiert. Ah, ha. Und seit wann hält es Leute auf, die es nicht besser wissen? Ja, Mann. Sind wir das Gesundheitsamt? Wir müssen uns erst einen Weg durch dieses Chaos bahnen. Genau, und das machen wir auch. Und dazu heiße ich dich herzlich willkommen hier zu Los Marshmallows. Ich will mal kurz gucken, ich muss das Ding noch mal ein bisschen aufrüsten hier. Denn wir können ja hier kaufen. Das ist mir die ganze Zeit noch gar nicht so in Sinn gekommen. Das haben wir, glaube ich, alles, was wir machen können. Ich habe nämlich jetzt hier die beiden, den Sprengstahl, die Fokussierung habe ich jetzt mal upgegradet und die Rückschlagminderung. Somit habe ich hier mein Photonenpaket etwas aufgebläht. Letzte Folge bin ich ja hier dran gescheitert, da war ich etwas überrascht. Habe mich ein wenig überrumpeln lassen. Fette Sau, nimm mal ab, Alter. Bewegung! Seine Überreste werden animiert! Oh, Himmel hilf! Der Marshmallow-Mann brütet diese Mini-Mieslinge irgendwie aus sich selbst aus. Tja, okay. Das ist echte paranormale Physiologie. Immer etwas, bei dem sich einem der Magen umdreht. Lass meine Leute hier in Ruhe. Ganz einfache Kiste. Boah, Alter! Immer mitten in die Fresse rein. So ein Affe. So, komm. Stirb einfach. Boah, haben wir noch irgendwo einen? Oder sind wir jetzt durch? Okay. So, es geht weiter. Komm. Hey, hier kommt noch mehr. Wow. Okay. Klasse 5 VBS. Ich hau lieber... Ray, bereite die Mondfalle vor. Aktiviere die Mondfalle. Mach sie an. Mondfalle aktiviert. Oh ja. Super. Das wäre der erste. Und der zweite kommt auch noch. Komm. Ja, mach mal. Oh Mann. Nicht nett. Komm, zurück. So, und dann haben wir... Wen haben wir noch? Es geht weiter. Hallo? Ich muss hinter dem Fahrzeug Schutz suchen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Weil dann gehen die mir nicht so wirklich auf den Sack. So, komm her. Und renn in eine... Ein bisschen Hilfe? Ja, Hilfe? Ja, komm. Ich habe hier doch einen. So, dann los. Geh doch einfach mal rein in die Hütte. So, weg damit. Ich komme. Oh je. Große Seifenknappheit im Jenseits. Ja, es ist doch kein Thema, nicht. So, darf ich dich dann jetzt mal haben? Kannst du den Wagen mal kurz anhalten? Nein, nicht, wenn wir unseren alten Freund einholen wollen. Au. So, jawohl. Au! Ich brauche Hilfe. Alter, wo kam der denn her? Ohne Witz. Oh, die sind ja hier auf dem Boden. Okay. Hey, hier kommt noch mehr Ärger. Au. So, weg mit dir. Weg. Hau bloß ab. So, denk mir, was ist? Kriegst du den alleine hin? Alter Schwede, ey. Hier geht da die Luzi ab. Heftig. Langsam einholen. So, komm.
So, rein. Wo ist er? Noch irgendwo mit? Oder war es das? So, müssen wir ein bisschen bereit halten. Wo kommt der nächste? Wie geht's jetzt weiter? Eieiei, oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Sind alle fit? Ja. Ich entdecke etwas Bedeutendes. Hinter nee. Uns. Was ist das denn? Höre ich der Flügel? Oh oh, mir schwan Böses. Ergreif ihn und erledige ihn zu. Aua, 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 weg damit, weg damit. So, ich habe ihn fast gehabt. Achso, ich sollte ihn vielleicht nochmal scannen, ne? Schau mal her. Wo ist er hin? Das war ein Au. Da. Oh, ich muss ihn noch scannen. So, komm her, ich hab ihn. Geister und Gargoyles. Hey, das war ein Spiel. Ghosts and Gargoyles. Okay. Haben wir gespielt, als ich im Seminar war. Geister und Gargoyles. Gibt es ein idiotisches Spiel, das du nicht gespielt hast? Hast du deinen achtseitigen Würfel dabei? Okay, es wird heiß. Fuck, 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 fuck. Du gehst mir so ein bisschen um den Strich, Herr Polizeilotsenmeister. Ey, dass diese Dinger überhitzen können, das nervt so ein bisschen. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Nein. Ein bisschen Hilfe? Ja, Hilfe? Das darf nicht wahr sein, ey. So, es geht weiter hier im Text. Und wir müssen zusehen, dass wir diese blöden Gargoyles kriegen. Sind die schon da oben weg? Ne, die kommen jetzt wieder, ne? Och, Leute, das ist echt schwer. Auf der Stufe schwer. Hinter uns. Was ist das denn? Höre ich der Flügel? Und da kommen wir. Das kann man überspringen, das haben wir schon gehabt. Ergreif ihn und erledige ihn zu. So, Dude. Ich kann den nicht scannen. Ich kann den nicht scannen. Ich würde den ja gerne scannen, aber es geht nicht. Kann man den irgendwie einfangen? Irgendwer? Halt schön drauf! Ich muss tatsächlich. Wo ist eins? Hey, das war ein Spiel. Ghosts and Gargoyles. Haben wir gespielt, als ich im Seminar war. Geister und Gargoyles. Gibt es ein idiotisches Spiel, das du nicht gespielt hast? Hast du deinen achtseitigen Würfel dabei? Okay, so, wo ist er? Da ist er. So, komm her. Diesmal kriegen wir dich. Nein! Oh! Pass auf! Über dir! Alter, jetzt wird's aber klein, bunt und komisch. Ray und Egan könnten dich schon allein dafür fressen. Oh ja! Los, immer weiter! Los, renn in eine Falle! Komm, 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 komm! Sehr gut. Sehr gut.
So, Schwächen. Ich hab ihn. Komm jetzt rein. Komm. Nein. Ich bin getroffen. Ja, ich komme sofort. Oh, scheiße. Bitte nicht. Nicht schon wieder. Hier drüben. Wo bist du? Hat er. Dieser Geist ist so gut wie hin. So, komm her. Rein in die Falle. Komm. Oh, ich werde schon wieder beschossen hier. Scheiße. Links von dir. So, wo bist du? Ohne Witz. Das kann's doch nicht sein, Alter. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wo kommen die denn so schnell her? Ey. Meine Fresse, ey. Das ist eine scheiß Ecke, würde ich sagen. So, jetzt komm, weg mit dem. Oh, Gott sei Dank. Wohin? Was sollen wir tun? Zu viel von dem Zeug, um es schnell zu vaporisieren. Verdammt, wo wir endlich ein bisschen Tempo haben. Ich dachte, der Weg durch Manhattan könnte nicht schwieriger werden. Ideen? Also da kommen wir jetzt definitiv nicht durch. Nicht hey, kurz durch die Gasse ab. Vielleicht können wir Marshmallow abdrängen. Wir müssen einen Weg um dieses Chaos finden. Also entweder du oder Egan, Ray oder Winston. Ich habe allmählich genug von dieser Marshmallow-Parade. Mal sehen, ob wir eine Abkürzung finden. Einverstanden? Wo denn? Ach, hier durch. Okay. Gespenstisch und frühlingsfrisch. Da ist nichts. Wieso schmeiße ich jetzt die Falle? Ui. Du machst Scherze. Besessene Waschmaschinen? Ja, läuft. Dafür haben wir jetzt einen Durchgang. Hey! Wo denn? Haben wir den hier irgendwo? Hallo? Hi! Da! Artefakte. Tabulator, Artefakte. Ja, ne, eine Zauberdose. Blablabla. Okay, alles klar. Rummermuckt. Das sieht nach unserer Chance aus. Der Tankzug verliert überall Benzin. Das ist eine echte Gefahr, Mann. Ich wollte okay. Sie erst testen, aber da wir diese Sicherheitsvorkehrung eh überspringen, solltet ihr wissen, dass ich den Neutronowerfer modifiziert habe, der normalerweise den Partikelstrom freisetzt. Wow, das ist ja wie vorverlegte Weihnachten. Vorverlegt? Weihnachten war in diesem Jahr noch vor Halloween. Der Weihnachtsmann kam als Dracula zu mir nach Hause. Ja, sind wir doch. voll den Reifen in die Fresse gekriegt. Wie immer. Ich sagte weit zurück. Gut gemacht. Feine Sache, Kumpel. Ja, läuft, Alter. Ja, brennbares Benzin. Wer hätte je daran gedacht? Die Ami-Kisten können alles. Noch mal zum Supersperrer. Der Hund hat das Memo gefressen. Das ist ein Prototyp, Peter. Erinnerst du dich an dein Memo, dass du zu viele Memos über Prototypen bekommst? Ja, ich habe das Memo geschrieben. Wir haben einen hocherweiterbaren Schnellrotations-Multigeist-Absorbierer angebracht. Schneller und größer als portable Einheiten. Ist das gefährlich? Reicht das Ding aus, um den Kerl zu rösten? Okay. Potenziell möglich. Aber Begegnungen mit interdimensionalen Gottheiten waren bisher nur möglich. Es wäre also angeraten, mit Fehleinschätzungen zu rechnen. Da braucht ihr einen Geisterjäger. Oh. Ey. Ist er verdammt leichtfüßig. Dem aber sowas von. Glöckchen umhängen. B
Wir verschwenden Zeit, Pilger. Können wir hier raus? So, warum soll ich den verwenden? Warum soll ich den verwenden? Ich nix verstehen. Hindenburg, die Oper? Wurde die Show nicht abgesetzt, als die Bühne Feuer fing und die Besetzung das Zeitliche segnete? Ich hab die Kritiken gelesen. Ach, du liebe Menschheit! Ich musste das sagen. Das stimmt. Skrupellose Produzenten. Die haben letzte Woche wieder eröffnet. Oh Gott, oh Gott. An diesem Ort muss irgendetwas wirklich übel sein. Genau. Mach einen vollständigen Scan. Gute Idee. Wir sollten uns vermutlich mal umsehen. Das heißt wohl, wir sind hier nicht allein. Ja, genau. Das sind ungewöhnliche Flussmuster. Ja, jetzt halt doch mal die Klappe. Pass auf, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Vielleicht auch ein Abo und dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge von Ghostbusters. Danke, bis dahin. Ciao. Tja, und da ist er, der allseits beliebte Marshmallow-Mann. Bekannt natürlich eben halt auch aus dem ersten Teil der Ghostbusters-Trilogie. Ich habe keine Ahnung, oder zwei Teile, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall nicht ganz unbekannt, der Typ. Dann haben wir natürlich noch auf der Straße diverse Kreaturen getroffen, bis hin zuletzt zum Theater Hindenburg, wo wir uns mit komischen, vielleicht Gestalten rumärgern müssen. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Auf jeden Fall hoffe ich auf morgen, dass wir morgen eben erfahren, was da los ist. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.